Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Die Seidene Stadt. Wie ihr seht, sind wir jetzt nur noch zu dritt, weil zwei unserer Spieler jetzt vor der Tür sitzen und essen. Aber nicht, weil sie essen müssen, sondern weil sie jetzt Zeit haben, da wir unter sechs Augen spielen werden. Eine kleine geheime Szene und nachher tauschen wir dann. Also, wir sind auf der Suche nach Hillbilly. Hilibi. Hibiki heißt die Dame übrigens. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ja, dann hast du es uns beiden falsch aufgeschrieben. Hibiki? Hikibi muss er sich sehr was? Wie? Hikibi. Entscheide dich! Hikibi heißt die Dame. Und heißt die halt Hikibi. Aber auf dem Zettel stand. Ich möchte mich für meine sehr unsaubere Handschrift entschuldigen. Hilibi. Das ist doch hell. Ja, Boffs Handschrift ist sehr, sehr mies. Das könnt ihr nicht lesen. Wisst ihr auf der Entfernung auch nicht. Da steht die Libi. Libi. Ihr folgt der Wegbeschreibung des Wirtes der Taverne und nähert euch den Badezelten, die hier noch aufgebaut sind. Und ihr erblickt einen Mann, einen Alb, der milchig weiße Augen hat, mit einem Stand in der Nähe dieser Badezelte und zusammen mit einer jungen Albin Massagen anbietet. Diese Albin hat schulterlanges, nachtschwarzes Haar und gerade als sie sich umdreht, als sie um die Ecke kommt, hört ihr, wie der Mann noch sagt: Ibiki, kümmerst du dich da bitte drum? Das ist nicht die, die wir suchen. Wir suchen Hikibi. Hikibi! Lass mich da bitte droppen! Das Mädchen nickt kurz und holt ein Öl hervor, worauf der Mann dann in seinem Zelt verschwindet und mit einer Massage beschäftigt ist. Und sie steht noch vor der Zelt? Das ist wohl die, die wir suchen. Klang so. Ich eile hin. Bleibt dann so vor ihr stehen. Schönen guten Tag, eine Massage? Vielleicht. Ihr seid Hikibi? Ja. Mein Name ist Corvo. Du meinst in ihren Augen kurz eine Erkennung zu sehen. Sie sieht sich um. Kommt heute Abend wieder, wenn der Meister seine Schicht beendet hat. Das ist übrigens Karas. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir, dass ihr euch das denkt. Ja, was soll lang diese ganze Heimlichkeit-Scheiß? Können quasi gleich dann noch zum Abend gehen. Ja, das frage ich sie wirklich. Ach so. Sie blinzeln kurz etwas überrascht. Das erfahrt ihr, wenn es soweit ist. Okay. Weil das doch eine Rebellion ist. Boah, Rebellen können endlich gestohlen bleiben. Nein. Wow. Ja, gut, dann tun wir noch Dinge. Wir schauen uns die Stadt so lange ein bisschen an. Ihr blickt diese wunderschöne Stadt an und kommt dann am Abend wieder. Der ältere Mann scheint gerade zu gehen und ja, es wirkt, als würde Kibi sich noch verabschieden. Ihr hört noch, wie sie etwas leiser sagt: Ich räume hier noch auf und komme danach. Und beim Aufräumen scheint sie tatsächlich durch die Menge zu gehen und irgendwie zu suchen. Und? Mit Sicherheit. Ich trete wieder auf sie zu. Ja, sie lächelt leicht, kommt rein und sie deutet auf das Zelt hinter sich. Ich husche rein. Ich auch. Ja, sie geht hinter euch und fährt an dem Zelt entlang und ihr seht, wie sich kurz quasi im Inneren des Zeltes eine Art magischer Kreis schließt. So, nun können wir ungestört reden. Werden wir etwa sonst abgehört? Die Möglichkeit besteht, ja. Oh je. Yeah. Es freut mich, dass ihr euch entschieden habt, uns zu helfen. Naja, es lockte das Angebot, nicht wahr? Ich nicke.
Wir wollen die falsche Gottkaiserin und ihre Fehler aufzeigen. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Ich habe bereits eine Nachricht von meinen Verbündeten bekommen. Sie hält so ein kleines Körnchen hoch. Einfach nur Pflanzenkorn, was sie wieder in den Sack steckt, den sie um den Hals trägt. Dazu gehören noch zwei weitere Botschaften. Die nächste Botschaft erhaltet ihr in der Burg, die unser erster Halt sein wird, das erste Erblühen der Stadt. Ihr müsst einen Weg finden, wie ihr in die Burg kommt. Der hiesige Daimyo wird Gäste einladen. Einige wegen ihren Talenten, andere sind etwas vorzuspielen oder nur außergewöhnliche Gäste. Kommt in die Burg und trefft euch mit dem Sohn und gebt ihm dies hier. Mit dem Sohn? Mit dem Sohn. Das was? Des Daimyo. Das ist ein Titel von ihr. Des Burgherren. Okay. Wie ist das in eurer Sprache? Daimyo. Daimyo. Ha. Kriegen wir hin, denke ich. Reicht ihm das hier als Erkennungszeichen? Sie gibt euch so ein gefaltetes Papier und sagt, das ist ein Tiger. Was habt ihr eigentlich mit diesen Tigern? Gute Frage. Es ist unser Zeichen. Das Zeichen von uns Rebellen. Alles braucht ein Zeichen. Die Tiger. Ich weiß nicht, wie ich zu diesem Zeichen kam. Was ist denn an der Gottkaiserin eigentlich so schlecht? Nicht alles, was sie... Sagen wir es anders. Ihre große Heiligkeit ist nur eine Fassade. Es gibt Probleme im Reich, die von ihren Leuten versteckt werden. Besonders von ihrer Geheimpolizei. Da kommen wir zu eurem zweiten Auftrag. Ich weiß, dass irgendwer in meinen Reihen uns ausspioniert. Aus Sicherheitsgründen kennen wir nicht alle Personen, die der Rebellion angehören, damit wir nicht alle Namen verraten können, sollten wir geschnappt werden. Ich wäre mehr als zufrieden, wenn ihr herausfindet, wer uns infiltrieren will. Wir sind nicht allein unterwegs. Nein. Ihr habt zwei Begleiter, ich habe von ihnen gehört, sie... Ja, die sind aber jetzt bei einem Kumpel von einem Freund von uns, Sanju. Und die sind jetzt bei dem Ichiro, das alte Bekannte. Ja. Mhm. Ja, sie nickt kurz. Wenn ihr irgendetwas hört, irgendjemand Auffälliges seht, dann... Nun, ihr wisst ja jetzt, wo ihr mich findet. Ich habe noch zwei Fragen. Erstens, bei eurer komischen Rebellion, bei dem, was wir tun müssen, kommt da irgendwer zu Schaden? Keine Menschen, nein. Keine Alben? Nein, auch keine Alben. Gnome? Kein Lebewesen wird verletzt werden. Sondern? Der Palast der Gottkaiserin. Mhm. Zweite Frage, wichtigere Frage, wie kamt ihr auf uns? Man hörte von euren Fähigkeiten. Wer ist Mann? Wir haben unsere Ohren überall. Eine nicht sehr zufriedenstellende Antwort. Wenn ich euch verraten würde, wer mir bei euch erzählt hat, wäre diese Quelle nicht mehr sicher. Das stimmt. Daher versteht ihr sicherlich, dass ich das nicht kann. Also, Infiltrator finden und in der Burg mit dem Sohn des Daimo reden. Wie heißt denn der? Irishimaru. Ichiro. Genma. Genma? Genma. Genma hat ja auch einen weiteren Namen. Genma Kankoda. Kankoda. Der ist auf unserer Seite? Ja. Dein Vater also, nicht? Also, auf eurer Seite. Sein Vater weiß nichts davon. Ihr solltet es, ich denke, das ist wohl selbsterklärend, mit ihm Kontakt kriegen, ohne dass sein Vater es merkt. Sein Vater mag die Gottkaiserin? Das scheint sehr vielen so zu gehen. Das sah draußen auf dem Platz so aus. Genau deswegen sind wir nur so wenige. Geht es den Leuten schlecht unter der Gottkaiserin? Sie glauben, es geht ihnen gut. Warum geht es ihnen nicht? Also,
Ich würde es merken, wenn es mir schlecht ginge. Nein, würdet ihr nicht. Das ist die Kraft der Gottkaiserin. Oh. Sie schafft es, dass es euch gut geht? Dass ihr euch gut fühlt. Dass ihr glaubt, es geht euch gut. Ihr vergesst die Probleme, die ihr habt. Mhm. Naja, Hauptsache, ihr haltet euch an den Vertrag. Das werden wir. Na schön. Gut. Wir werden tun, was ihr sagt. Vorerst. Dann sind wir vorerst Verbündete. Nein, Geschäftspartner. Sagen wir es so. Nennt es, wie ihr wollt. Ich habe so meine Erfahrung mit Tyrannen. Ich weiß. Deswegen haben wir... Ich verstehe. Ich bin keiner von den Rebellen. Das nicht? Jetzt seid ihr ein Teil davon. Nein! Nein, nein! Abbruch! Wir sind auf eine geschäftliche Übereinkunft eines kurzzeitigen gemeinsamen Kurses aufgrund von gegenseitigen Interessen. Solltet ihr erwischt werden, wird das die Geheimpolizei nicht interessieren. Ach, leck mich doch. Ja, gut. Irgendetwas, worauf man achten muss. Ihr erinnert euch an den Spruch, ihr solltet niemandem vertrauen. Auch euch nicht? Im Moment könnt ihr mir vertrauen. Na, das sagt ihr. Aber wir sollten euch vielleicht nicht vertrauen. Steht zumindest im Brief. Durchaus richtig. Ich hasse es jetzt schon, hier zu sein. Komm, lass uns gehen. Wenn das hier fertig ist, habe ich einige Fragen. Wenn ich kann, werde ich sie euch beantworten. Werden wir sehen. Nun dann, viel Erfolg. Danke. Ja, ja. Und ich meine, ihr verlasst das Zelt wieder. Ja. Ja. Das wird ein böses Ende nehmen. Ihr merkt doch, wenn ihr das Zelt wieder rausgeht, wie es quasi lauter wird. Weil quasi dieses Geschäftstreiben ist auch noch abends herrscht. Einfach. Ich bin sofort raus aus dem Vertrag, aus dem Geschäft. Wenn das mir nicht gefällt, wo das hingeht. Ganz deiner Meinung. Was M? Die wissen ziemlich viel dafür, dass sie so wenige sind. Dafür, dass sie so wenig wissen? Naja, wenig wissen tun sie ja nicht. Sie wissen ziemlich viel. Dafür, dass sie ziemlich wenig sind. Sie wissen nicht, wie wenig sie sind. Sie hat gesagt, sie wären wenig. Ah, wir dürfen nicht vertrauen. Genau deswegen hasse ich so einen Scheiß. An sich hätte ich damit kein Problem, aber letztendlich legen wir uns ja mit einer Gottkaiserin an. Ich meine ja nur König von Mittstadt. Gottkaiserin. Auch die nämlich nur unterdrückt oder der. Beim kleinen Mann kommt derselbe Tritt an. Stimmt auch wieder, aber sie hat mehr Möglichkeiten. Sie tritt aber auch nicht. Sie lässt treten. Und das von großen Sachen. Das sah aber gar nicht so schlimm aus. Was? Na, alles. Ja, so glücklich, so geordnet. Gruselig, nicht wahr? Ja, gruselig. Ich weiß, was sie meint. Ja. Jetzt ergibt das Sinn. Wollen wir dann erstmal zu den anderen wieder zurückgehen? Also sie irgendwie wiederfinden. Wenn wir sie finden? Ja. Natürlich finden wir die. Die sind neu hier und sehr auffällig. Stimmt auch wieder. Abraxas? Halt mal Ausschau nach denen. Ja. Auch ein Vogel. Abraxas fliegt los. I believe in God. Pieps, pieps. Und dann... Meridi, Zweierzähne,
für euch beide beendet. Das ging ja schnell. Jo. Und da sind wir zur zweiten Zweiersitzung. Die erste ist bereits vorbei und nun starten wir quasi mit der anderen Seite des Geheimplots. Geheimplot, ja. Ihr folgt der Stimme, die ihr gerade gehört habt, und seht mehrere Leute Zelte abbauen. Oder besser gesagt, eigentlich ist es, doch, es ist ein Abbauen der Zelte, es ist ein Verladen der Zelte, die wohl zur Seidenen Stadt selbst gehören. Und unter anderem fällt euch ein Junge auf, der vorne Ichiro gerufen wurde. Ein drahtiger junger Elb, mit einer Narbe auf der Stirn, der gerade dabei ist, die Zelte und Pavillons in die zu verladen. Dann gehe ich doch zu eben diesen. Mhm. Ich folge. Hey, Junge! Hm? Er blickt euch beide an. Wie kann ich den Herren helfen? Seid ihr Ichiro? Ja. Also ich zeige einfach nur den Brief mit dem Siegel drauf. Mhm. Ihr merkt, wie sich so sein, bis jetzt so freundlich, hat so einen leicht naiven Blick ändert. Seine Schultern gehen etwas nach unten. Der sieht euch mit einer leichten Überheblichkeit an. Und dann seid es also ihr beide, die auserwählt wurden. Ja, scheint so. Wir besprechen das nicht hier. Kommt heute Abend in mein Zelt. Wo ist das Zelt? Etwas weiter hinten bei den Arbeitern. Gut. Wir werden da sein. Und dann in seinen Schild wiederum er lächelt. Freut mich, dass ich den Herrn helfen konnte. Ich muss jetzt aber auch wieder an die Arbeit. Dann einen schönen Tag noch. Ja, und er geht an die Arbeit. Und wir würden jetzt quasi dann noch zum Abend springen, wo er ihn dann quasi wieder trifft. Ja, ich denke mal, wir werden uns einfach noch irgendwo hinsetzen, was trinken und warten. Ja. Am Abend geht er zu dem Zelt. Was etwas größer, also was heißt größer, eigentlich genau wie die anderen Arbeitszelte. Was habt ihr in Arcana-Kunde? Sieben. Punkte brauche ich. Achso, Punkte habe ich zwei. Ja, würfel mal auf Arcana-Kunde. Ich wusste, ich musste würfeln. Das sind so 16. Nein, alles okay. Ja, finde ich auch. Zelte. Ja, Zelte halt. Schön. Ja, ich meine, ihr betretet dann das, was euch beschrieben wurde, das Arbeiterzelt. Naja, also erstmal reingucken, ob es auch das richtige Zelt ist. Und wenn Ichiro drin ist, dann betrete ich auch das Zelt. Ja, quasi ist er noch, ihr seht, wie er quasi noch eine Sache zusammenpackt und nochmal dieses freundliche davon. In dem Moment, wo er das Zelt schließt, merkt ihr, wie sich hinter euch auch ein magischer Kreis schließt. Und er sich wieder erhebt unter diesen leicht überheblichen Blick. Gut, jetzt können wir offen sprechen. Freut mich, dass ihr euch entschieden habt, die Seidenstadt zu verteidigen und der Gottkaiserin zu Diensten zu sein. Rebellen sind in die Seidenstadt eingedrungen. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber Rebellen planiert was Gutes. Könnte es eine Person sein, die Hibili, wie hieß sie? Korvo hat irgendetwas erwähnt. Hibili, Hili. Korvo, der Bogenschütze, oder? Der Bogenschütze, ja. Wie kommt ihr auf den Namen? Welchen Namen? Korvo oder? Hibiki. Hibiki, ja. Hikibi, Entschuldigung. Hä? Hikibi. Hikibi. Dieser Bogenschütze hat diesen Namen erwähnt heute. In welchem Zusammenhang? Weiß ich nicht, er hat die Person einfach nur gesucht. Hm. Habt ihr schon euren ersten Auftrag? Findet heraus, was Korvo mit diesem Mädchen zu tun hat, ob es für uns wichtig sein könnte. Euer Auftrag ist einfach, findet die Rebellen und findet ihren Anschlag. Welchen Anschlag? Die Rebellen haben einen Anschlag auf die Gottkaiserin vor. Das ist das, was sie für gewöhnlich tun, ja. Und warum sind sie unzufrieden mit der Gottkaiserin? Sie sind blind, sie wissen nicht, was sie an der Gottkaiserin haben. Geistesverwirrt, ich habe keine Ahnung. Was denken sie denn nicht zu haben? Sie zuckt mit den Schultern. Wo sollen wir denn mit der Suche beginnen? Bei Korvo. Bei Korvo. Na, man hat ja einen Namen genannt, nicht? Eure erste Spur.
tolle Richtung. Du hast auch irgendwelche Informationen, warum gerade wir, weil ihr von uns gehört habt. Warum glaubt ihr, dass wir euch helfen wollen? Ihr seid Männer, die das Volk beschützt. Aber das Volk rebelliert. Nicht das Volk rebelliert. Diese Leute rebellieren. Das Volk ist glücklich. Ich habe keine Ahnung von dem Land. Und ich weiß auch nicht, wie der soziale Stand hier ist und ob die Leute zufrieden sind. Ich kenne mich hier auch genauso wenig wie du aus. Tolle Aussichten. Na gut. Wir werden sehen, was wir tun können. Und wenn wir dann rausgefunden haben, was sie vorhaben, sollen wir erstmal noch zurückkommen oder uns gleich um das Problem kümmern? Solange es unauffällig verhindert wird, könnt ihr euch gleich darum kümmern. Weiß das Volk nichts von den Rebellen? Nein, natürlich nicht. Warum soll es unauffällig verhindert werden? Weil es die Feierlichkeiten stören würde. Gut. Wir sehen, was sich lassen macht. Was sich lassen macht. Was sich machen lässt. Meine ich doch. Die seidene Stadt dankt euch. Na ja. Ich soll niemandem trauen. Also werden wir das Rest auch noch sehen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann stehe ich auf und verlasse das Zelt. Ja. Wenn mich nicht irgendein komischer magischer Kreis daran hält. Nein. Gut. Sobald du draußen bist, hörst du quasi diesen Lärm von draußen. Gut. Also einfach nur alles klar. Verstehe. Das gefällt mir nicht. Wir sollten aufpassen. Also, ich denke, wir sollten erstmal versuchen, uns Corvo und Karas anzuschließen. Wir sollten mit ihnen reden. Sehen, was dort vor sich geht. Was es mit den Rebellen genau auf sich hat. Und dann werden wir erstmal dasselbe tun, was sie auch tun. Sie quasi unterstützen. Wenn sie wirklich die Rebellen unterstützen, dann werden sie ja wahrscheinlich auch irgendwann zu ihnen kommen. Und dann sehen wir weiter, ob es wirklich die Rebellen sind, die hier die Übeltäter sind, oder doch die Gottkaiserin. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich auch nicht. Das Volk der Kaiserin braucht euch, euer Heldenmut und auch euren Scharfsinn. Um die Sicherheit der seinen Stadt und all ihre Bewohner, all ihrer Bewohner zu garantieren. Solltet ihr euch entscheiden, den Bürgern der Stadt zu helfen, so wird sich auf diesem Brief bla 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 bla. Name, bla 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 bla. Weitere Instruktionen, das hatten wir gerade. Solltet ihr euch jedoch entscheiden, Bürgern der seinen Stadt nicht zu helfen oder jemand Ungeweihten hiervon zu erzählen, so werdet ihr diese Nachricht wieder vergessen. Solltet ihr hingegen zustimmen, so wird euch die seidene Stadt zu Dank verpflichtet sein. Hast du... Nein, wirst du nicht dabei haben. Wir brauchen eine Feder, einen Zettel und Tinte. Kreide. Kreide geht aber relativ gut wieder weg. Das will ich nicht. Sollten wir nicht mit Kreide machen. Notfalls, wenn wir wirklich unser Geheimnis lüften müssen und uns droht, dass wir alles wieder vergessen, dann sollten wir schnell was aufschreiben. Dann werde ich einfach schnell das aufschreiben. Beziehungsweise du, ja. Weil ich kann nicht schreiben. Ja, gut. Na schön, aber wir sollten jetzt erstmal schlafen gehen. Nein, wir sollten erstmal die anderen finden. Wir sind nicht mit den anderen irgendwie... Ihr habt euch quasi getrennt gehabt. Und seitdem haben wir uns nicht wieder gesehen. Ja, die anderen waren halt auch weg. Die hatten auch Sachen zu tun. Wir wissen, wir haben keinen Anhaltspunkt, wo sie sein können. Wir suchen eine Taverne. So mittelgut. Ja, sollt ihr finden. Bis billig. Und dort fragen wir uns durch, ob dort Corvo und Karas werden beschrieben gesehen wurden. Ja, dann wurden sie gesehen. Werden euch quasi beschrieben, wo sie zuletzt gesehen wurden. Haben euch lustigerweise auch gesucht. Ach. Ja. Schön, also treffen wir uns dann wahrscheinlich auch wieder. Ja, genau. Dann trefft ihr euch dort. Dann trefft ihr euch wieder. Also können wir jetzt erstmal wieder pausieren. Wir können erst wieder pausieren. Gut, ja. Also bis gleich. Bis gleich. Berg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt geht's weiter mit die Seidene Stadt, nachdem wir unsere kleinen Geheimplots hatten. Intermezzos. Ja, Intermezzi. Inis, Intermezzinis. Geht es nun weiter, ohne Musik sehe ich euch gerade, bei die Seidene Stadt. Und ich nehme an, wir treffen uns dann wieder aufeinander. Genau. Wie genau ist denn die Stand der Dinge? Wir werden ja bestimmt gleich informiert werden. Ja. Es ist inzwischen Abend. Ihr wisst, morgen bricht die Seidene Stadt auf. Dieser große Zug. Sie wird mehrfach erblühen. Ihr wisst noch nicht, wo es genau lang geht. Es ist aber nicht schwer, sich dafür eine Karte zu besorgen. Die sind, überall gut zu finden. Und ihr hattet alle den Tag über was zu tun. Primär lag es daran, dass ihr euch Atasato angesehen habt. Eine wunderschöne Stadt. Ihr seid auch nicht so viele Händler. Die werden sich vermutlich dann häufiger zeigen, wenn dann die Stadt das erste Mal erblüht. Jetzt war es halt mehr ein Eintreffen und Vorbereiten. Aber ihr habt alle Leute getroffen, die für euch wichtig waren. Jetzt ist es Abend. Und ihr habt euch ja gegenseitig gesucht. Ja? Ich werde auch versucht haben, mir Straßen und Gassen einzuprägen. Für den Notfall. Also auch Versteckmöglichkeiten. Von Atasato oder von der Seidenen Stadt? Von Atasato, weil die Seidene Stadt ändert sich wahrscheinlich. Genau, immer. Richtig. Das wäre jetzt mein Gegenpunkt gewesen. Aber ja, das würde irgendwo mir gelingen. Da musst du mir auch nicht drauf würfeln. Jetzt haben wir Abend. Es ist relativ warm. Puh. Aber nicht zu. Es wäre das eigentlich genau angenehm. Nee. Ist wie nie, oh ja. Nee, ich habe eine Plattenrüstung an. Dann zieh sie doch mal aus! Nein, nein! Und ihr findet euch wieder, habt euch gegenseitig gesucht und wurde beide einfach in das gleiche Teehaus gewiesen. Weil man sich da quasi findet, wenn man sich verloren hat. Hier seid ihr! Wir haben die ganze Zeit nach euch gesucht. Ja auch. Mhm. Wir müssen reden. Was? Wieso? Wir müssen mal reden. Ist was passiert? Geht es euch gut? Könnte man so sagen. Das ist scheinheilige Getue. Was habt ihr? Eine schöne Stadt, ne? Wir sollten uns ein Zimmer suchen. Anders jedenfalls. Wo wir ungestört reden können. Nur wir vier. Okay. Klingt ja ernst. Ziemlich ernst. Ihr seid noch quasi vor dem Teehaus. Na dann, auf in das Teehaus. Ich kann nicht lesen. Ich geh einfach rein. Das Teehaus. Teehaus. Ihr wisst, dass das Teehaus quasi später der Zentralpunkt wird der Seiden. Also, mit ihr meine ich dich, mit deinem Crit vorhin, weißt du das? Das Teehaus ist quasi der Zentralpunkt des Vergnügungsviertels der Seidenen Stadt später. Oh, sehr gut. Hier werden wir öfter sein. Und du hast auch schon von dem Wirt gehört, Hiroki. Hiroki? Hiroki. Hiroki. Ja. Könntest du, ich brauche meine Hand. Du weißt, in diesem Teehaus kann man halt, Ruhe ist halt der Ruhepol quasi der Seidenen Stadt. Mhm. Und du weißt doch, dass man hier nicht nur ein Zimmer bekommt, sondern auch sogenannte Gesellschafterinnen. Das sind die Leute, die einsamen Gästen Gesellschaft leisten. Wie teuer ist sowas? Um mal das genauer zu sagen, Gesellschaft leisten heißt mit ihnen tanzen, vielleicht auch für sie tanzen, ein nettes Gespräch führen, mehr aber auch nicht. Dafür bezahlen Leute? Hier gibt es Tanz- und Gesprächsnoten. So eine Kulturnoten? Ja. Die sind also tatsächlich dazu da, um die Einsamkeit zu vertreiben. Nein. Also falls ihr euch irgendwie einsam fühlt und Gespräche braucht. Und Geld, zu viel Geld habt. Und zu viel Geld habt. Und einfach absolut nur Sozialkompetenz. Dann könnt ihr mit Kulturnoten reden. Wo ist Apropos? Apropos, wo ist Tanju? Darüber sollten wir vielleicht auch noch einmal reden. Aber scheint das nicht so wirklich mitzunehmen. Mein Freund. Wenn ihr davon ausgeht, dass er noch lebt, dann lebt er noch. Hm.
Man sollte nicht das Schlechteste, vor allem von Leuten, die auf See vermisst sind, denken. Das bringt nur Unglück. Wie lange? 7 Jahre. Danach kannst du sie für tot erklären. 7 Jahre? Ja! Er ist ein Alp, stimmt. 7 Jahre ist eine lange Zeit. Warum kenne ich den? Das fragst du mich? Gut, dass ich dich kennengelernt habe. Was hat er denn? Ich weiß es nicht. Ja, aber man kann sich hier auch ein Zimmer nehmen, also... Ja. Hallo. Ihr geht dort rein. Euch kommt sofort diese Musik entgegen. Ihr wisst nicht mal, wo die herkommt. Es spielt hier eigentlich kein Instrument. Aber man fühlt sich sofort gleich ein klein bisschen ruhiger. Ein bisschen entspannter. Und ihr seht an dem Tresen einen Zwerg stehen. Und für dich, das ist Hiroki. Hoi, Hiroki! Ah, neue Gäste. War heuer richtig? Ich glaube schon. Stimmt, ich kann keinen. Es freut mich immer, neue Gäste zu haben. Seid ihr Händler oder? Reisende. Und da wollt ihr euch die reisende Stadt ansehen? Ja. Eine gute Entscheidung. Was kann ich für euch tun? Ich glaube, er hat was gekifft. Wir hätten gern ein Zimmer. Oder ein Zelt. Das billigere. Also ich weiß nicht, wie das hier so ist. Ihr bekommt ein Zimmer, eine Unterkunft. Wollt ihr diese auch nutzen, während die Stadt reist? Ja. Ja. Dann macht das 80 Telar pro Zimmer. Für die Reise. Pro Tag. Ah. Ich hätte mich auch gewundert. Das sind hier die Touri-Preise. 80. Wir dürfen alle Empathie würfeln. Und wie wäre es mit einem Rabatt, wenn mein Freund hier jeden Abend ein, zwei Ständchen singt? Finde ich so gut. Ja, ich liebe noch. Wow, Empathie? 23, glaube ich. Ja, 23. Eine solide Kritik. Wer? Der Zwerg. Schön. Der Preis so gut gewürfelt. Wirkt durchaus angemessen. Du darfst aber noch Wahrnehmung würfeln. Ich kenne mich jetzt nicht mehr aus, wo ist das angemessen? Worauf? Auf Wahrnehmung. Hören? Sehen. Stadt? Ja, hier ist es noch eine Stadt. Also, wenn das keine Stadt ist. Oh, was denn? Das hilft uns nur. Crit. 34 Crit. Du bemerkst aus den Augenwinkeln, wie ihr von einer Dame beobachtet werdet. Einer jungen Albin mit farbenfroher Kleidung und blasser Schminke, die gerade etwas Tee serviert und quasi in dem Moment aufgesehen hat, wo du das Wort Rabatt erwähnt hast. Und ich habe da jetzt so beobachtet, also für jemanden, der das jetzt nicht so kennt, aber du kennst halt dieses, ne, so tun, als würde man was anderes machen und dabei Leute beobachten. Seid ihr denn gut mit der Laute? Ich drehe mich zu ihr und zwinker ihr zu. Das solltet ihr meine Zuschauer fragen, Zuhörer fragen. Au, ich find's schön. Au. Und ihr? Herausragend. Ich bin einmal spielen hören, aber das hat mich schon überzeugt. Wenn ihr so gut seid, dann könnt ihr uns doch sicher etwas vorspielen. Wohin habt ihr mich hereingeritten? Sag ich auf Taborisch. Du siehst, wie der Zwerg kurz lächelt. Pling! Darbietung. Kritt es jetzt auch. Genau. Ich mache einen Risikowurf und hebe zuerst mal den Würfel, der mir runtergefallen ist. Nein, ich nehme meinen eigenen. Es ist ein altes, traurigstes Lied. Es handelt von den Dingen, die wir lieben.
Es geht um Wein, Weib und Gesang. Patzer. Meine Laute ist kaputt. Du siehst, wie so einige Gäste, kurz zusammenzucken. Der Zwerg bleibt ruhig. Das Leben in Dragorea muss nicht so fröhlich sein, wie ich dachte. Es ist sehr fröhlich. Deine Seite ist gerissen. Ich hab's mitbekommen. Ich kann das nicht kompensieren. Ich bin kein Paganini. Was? Ich kann euch versichern, es macht keinen Unterschied zu vorher. Das war frech. Ihr beleidigt mich. Gut. Den Rabatt könnt ihr leider vergessen. Ja, Wein, Weib und Gesang. Und das ganze Leben lang. Wenn das der... Okay, ich höre schon auf. Bezahlt ihr mich, wenn ich aufhöre? Ich lasse euch raus, wenn ihr nicht aufhört. Das war ein Versuch wert. Kein Humor haben sie hier, die Asiaten. Nee, immer die Dagasadu, Leute. Wer ist denn die hübsche Alme dort hinten? Oh, das ist eine meine Gesellschafterin, Tochter. Himmelsblume. Aber sich über uns lustig machen, oder? Himmelsblume! So ist ihr Name. Ich drehe mich um und gehe zu Himmelsblume. Das heißt, jemand anders führt jetzt die Verhandlungen? Nein, ich halte ihn am Kragen. Zieh ihn zurück. Hier. 80 Telar pro Person pro Nacht. Wie viele Nächte sind denn das? 12 Nächte. Das kann ich so machen. Ich bin gerade nicht ganz viel. Sehr viel. Ja, fast 12 Lunare minus die 20 übrigen pro Tag. Pro Person. Du hast ja vorhin gekrittet. Ihr anderen dürft ja auch mal auf Wahrnehmung würfeln. Also, wir sind jetzt keine einfältigen Touristen. Wir werden keine 80 Telare pro Nacht bezahlen. Er scheint zu überlegen. Zudem, nun ja, könnten wir auch als Rauschmeißer dienen. Das ist noch unrealistischer als sein Spiel. Warum? Dass ihr als Rauschmeißer dient. Nein, ich doch nicht, aber die... Das nehme ich euch sofort an. Habt ihr auf Wahrnehmung. 20. Du brauchst nicht würfeln. Cool. Ich habe auch 20. 23. Du bemerkst es noch, du auf jeden Fall auch, wie vor euch beide recht plötzlich jemand hinter Kara steht. Es ist die junge Albin, die sich... Also, du bist geübt im Schleichen und du ja auch. Die bewegt sich echt auf leise, besonders für die Kleidung, die sie trägt. Und so eine Hand quasi um Karas legt. Ach, ich bin mir sicher, die Herren haben wunderbare Geschichten, die sie mir erzählen können. Ganz tolle Geschichten. Sie geht so mit den Blicken über euch. Ein Mann aus Windhold, jemand aus Vorgang. Dein Kopf lächelt sie nur kurz. Ich kann sich nicht mehr daran erinnern, wo ich herkomme. Und der Junge aus Iore. Man sieht ein verschmitztes Lächeln. Sie lächelt kurz. Ich lade die Helden ein, die den Iore-Code aufgehalten haben. Auch wenigstens einer, der endlich mal unsere Leistungen wertschätzt. Ihr seht, wie Hiroki etwas verdutzt ist. Bist du dir sicher? Sie nickt. Aber leider wart ihr nicht dabei, als der Code aufgehalten wurde, oder? Woher wisst ihr eigentlich davon? Bin mir sicher, die Dame wird uns das gleich erzählen. Wir müssen reden. Sehr gerne. Vielleicht müssen wir doch nicht reden. Das heißt, ihr müsst bezahlen. Was? Ich hab den Iroia-Code ja nicht aufgehalten. Doch. Nur halt nicht an dem Tag. Nein. Der Vater hat eine Stadt gerettet. Nein. Ich segel um die halbe Welt. Er zahlt gerne. Ich sehe schon, immerhin einer von euch ist clever genug.
Sie meint mich? Ja. Sie bleibt stehen. Oh, außer ihr tut mir einen Gefallen. Das ist eine Falle. Und darauf komme ich später zu sprechen. Ja, ob wir das Zimmer ja dann nehmen, das können wir ja dann noch später klären. Nein, ihr bekommt jetzt das Zimmer. Keiner bezahlt. Dafür schuldest du mir einen Gefallen. Bitte. Ich krieg das Geld auf den Tresen. Für? Komplett die Reise? Für mich erstmal für eine Nacht. Mhm. Gut, Jurgi checkt das ein. Dann kommt mit auf mein Zimmer. Ich bin so gespannt, eure Heldengeschichte zu hören. Oh, bin ich mir sicher. Und sie geht nach oben. Wird in ein Zimmer, wo Tassen Tee. Also noch steht dort Tee, sie gießt dann später dort Tee. Die ist mir nicht geheuer. Sie gießt dann später Tee in diese Tassen und setzt sich auf eine der... Ist das ein Zeichen oder was? Durst? Auch. Auch. Und setzt sich in einen der Sessel. Setzt euch. Trinkt. Ich setze mich. Ich trinke nicht. Ich trinke auch welche. Was er sagt. Sie lächerlich. Ihr könnt mir... Ich trinke. Schmeckt wie sehr, sehr guter Tee. Lecker. Es ist gegen meine Ehre, euch im Haus meines Meisters zu vergiften. Schön. Woher wisst ihr von der Sache mit dem Iosaris-Kult? Ihr habt mir damals einen großen Dienst gewiesen. Ihr habt mir geholfen, als ihr den Iosaris-Kult aufgehalten habt. Was? Ja, ich denke, das wird als Antwort genügen. Nein. Stellt euch das nicht zufrieden? Nein. Dann wisst ihr vielleicht doch nicht so viel, wie ich erwartet habe. Ja. Ich höre euch nicht, die Musik ist so laut. Zu schade. Die Musik kann man nicht sein, sollte. Dann lasst es mich so sagen. Manchmal ist der Feind deines Feindes ein Freund und deswegen sind wir im Moment Freunde. Zu wem gehört ihr denn? Zu mir selbst? Das klingt sympathischer, als ich erwartet hätte. Aber ihr habt doch von einem Meister geredet. Natürlich, Hiroki ist genau genommen mein Meister. Immerhin arbeite ich für ihn. Deswegen werde ich in seinem Teehaus kein Gift in den Tee mischen. Aber nur in dem Teehaus. Außerdem solltet ihr von mir vielleicht nichts zu trinken annehmen. Tja. Warum nicht? Vergiftet ihr einfach so wehrlose Reisende? Ihr seid doch nicht wehrlos. Das stimmt. Vergiftet ihr sonst einfach so Reisende? Wenn es sich mal ergibt. Warum? Langeweile. Okay, sie ist wahnsinnig. Wir sollten sofort gehen. Man vergiftet doch keine Leute aus Langeweile. Also, wollt ihr euch in eine andere Unterkunft suchen? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Ich bin Himmelsblume und ich möchte, dass Deosaris-Kult nicht wieder an Stärke gewinnt. Wer will das nicht? Seht ihr? Ein guter Grund, befreundet zu sein, meint ihr nicht? Verbündet. Befreundet ist ein hartes Wort. Wegen mir auch Verbündete. Auf Zeit. Also, Karas, wie sieht es aus mit dem Gefallen? Ich komme, wie gesagt, später darauf zurück, wenn ich euch brauche. Aber er hat doch bezahlt. Und mit Gefallen sollte man sehr vorsichtig umgehen. Ja. Wisst ihr, ich gebe euch eine Information über mich? Nee. Zu schade. Wir tauschen nur Informationen gegen Informationen. Dann müsst zumindest ihr euch eine andere Unterkunft suchen. Ihr habt doch bezahlt. Heute, ja. Natürlich nicht heute, ich werde euch nicht aus dem Haus jagen. Und wenn er für morgen wieder bezahlt? Dann kann er auch morgen kommen. Ich werde euch den Aufenthalt nicht spendieren.
Naja, ich glaube, sie weiß, dass ich nicht nur Geld habe. Sondern auch? Hm? Hä? Naja, ich habe ja kein... Ich habe nicht genug Geld, um hier 12 Tage zu sein. Nicht? Nein! Oh. Aber sie hat uns ja eingeladen. Wir könnten ja für dich alle zusammenlegen. Das stimmt. Das ist euch überlassen. Ja, aber dann müssen wir trotzdem mal reden. Ich habe kaum noch Geld. Das geht schon. Wer seid ihr? Na, Himmelsblume. Der hat die meiste viel. Was denn? Mit der Information kommt ihr sicherlich drauf. Aber dafür will ich den Gefallen. Was für ein Gefallen? Ich werde sicherlich irgendwann eure Hilfe brauchen. Geht es darum, jemanden zu töten? Nein. Irgendwelche Unschuldigen zu schädigen? Nein. Akzeptiere! Gut. Sie lächelt leicht. Information ist einfach. Ihr habt recht, ihr solltet mit Gefallen vorsichtig sein und besonders mir gegenüber mit Versprechen und Handel. Weil ihr... ein Feenwesen seid. Ihr seid sehr clever. Ich weiß. Scheiße. Wieder Feenwesen. An jeder Ecke sind immer Feenwesen. Was wollen wir mit diesen ganzen Feenwesen? Deswegen wirkt sie so verrückt. Nicht so ungut. Ich wurde schon Schlimmeres genannt. Hm. Ihr seid halt anders. Ich komme aus einer etwas anderen Kultur als ihr. Sag ich ja. Oder Welt. Oder beide. Tja, Karas, das war jetzt so... Schuss in den Ofen. Nun gut, ich habe zu arbeiten. Es hat mich gefreut, euch alle mal kennenzulernen. Die großen Helden. Und wir bleiben in dem Zimmer? Nein, nein, ihr bekommt eure eigenen Zimmer. Das ist nett. Können wir kurz hier reden? Ohne euch? Braucht ihr das Zimmer? Nein, im Moment nicht. Soll jemand zuhören oder ist euch das egal? Es soll keiner zuhören. Genau genommen, niemand. Keiner ist niemand. Ihr zum Beispiel. Und auch keine, die so heißen. Das ist nicht umsonst. Ja. Was kostet das denn jetzt schon wieder? Ochsenblut. Kinderblut. Hey! Jungfrauen. Ich frag nur. Euer nächstes Lachen. Ich gehe auf mein Zimmer. Und ihr könnt mitkommen. Tschüss. Wir winken. Ach ja. Wir gehen. Ja, sie geht dann auch wieder in eine andere Richtung. Sie geht dann wieder nach unten. Wir würden sie mal verabschieden. Einfach so. Euer nächstes Lachen. Wir gehen stehen auf. Winken nochmal. Ja, so geht ihr. Hat sich erledigt. Schön, dass wir drüber geredet haben. In dein Zimmer. Ihr habt quasi so einen Schlüssel bekommen. Aufschließen, ganz normal halt. Und seid ihr in deinem Zimmer. Das ist jetzt nicht sonderlich groß, aber dafür, dass es sich eigentlich bewegen müsste irgendwann mal. Du bist schon, ihr habt schon unbequemer geschlafen. Ich nehme mir das Zeug, was ich gekauft habe. Mhm. Und fange an zu schreiben. Du schreibst, ja. Du weißt was, ja? Ja, ja. Gut. Nachdem ich fertig bin, drehe ich mich um. So. Also, wir haben viel zusammen erlebt. Zu viel, als dass wir jetzt hier so auf Heimlichtuerei machen und dergleichen. Also, ihr wart wahrscheinlich bei Hibiki. Haha. Hibiki. Hibiki, genau. Hibiki. Hikibi. Irgendwie so. Aber wir waren bei Jericho. Nee, was? Jericho? Bei Jericho. Wieso seid ihr hier? Wovon wolltest du reden? Was wollte ich gerade sagen? Also, wir müssen da so jemanden also aufhalten. Der Zauber auf den Blättern scheint zu funktionieren. Blättern? Er weiß es noch, oder? Er hat ja nichts gesagt. Mhm. Aber du hast es noch im Kopf alles. Die Sprache, die da steht, kennst du nicht. Du kannst kann nicht lesen. Du kannst nicht lesen, das ist richtig. Ich kann alle nicht lesen. Verzeihung, ich kann nicht lesen. Ich glaube, ihr hattet einen Plan. Ich glaube, der ging ordentlich nach hinten los.
Dein Blatt ist inzwischen auch leer. Hast noch keine Ahnung, wo ihr hier seid. Es ist so ein bisschen, als wärst du aus dem Schlaf aufgewacht. Du wolltest gerade was sagen? Aber du wirkst etwas durcheinander. Mhm. Du wolltest doch gerade was erzählen. Wo sind wir? Na, in Atasato. Hier, in diesem komischen Teehaus. Mhm. Wo wir gerade hingehen, so. Also, wo wir. Und ihr wolltet gerade anfangen, was zu erzählen, von wegen wir kennen uns schon so lange. Kennt jemand von euch die Sprache? Doch nur, kann ich lesen. Nur vom Sehen her. Was ist halt komisch? Sieht aus wie das, was man so immer so schreibt. Keiner von euch kann lesen, ja? Mhm. Gut. Also ich wollte euch irgendwas erzählen und ich weiß nicht mehr was. Gut. Ja, was machen wir jetzt? Warum sind wir hier? Wir wollen mit der seidenen Stadt nach Sinrei. Weil es dort so schön ist. Ja. Hm. Du wirkst etwas frustriert, Valgrim. Alles gut. Wollt ihr uns auch irgendetwas von merkwürdigen Sachen erzählen, die euch passiert sind? Naja. Vielleicht besser so. Wovon redet ihr? Wirst du vielleicht noch erfahren? Was ist denn hier vielleicht noch? Können wir nicht sagen. Viel Spaß! Mir gefällt das nicht. Mir auch nicht. Er wird so verwirrt. Hm. Und sonst so? Was habt ihr so gemacht in der Zeit? Ja, wir haben doch Gondalis gerettet. Nein, ich meine heute den ganzen Tag in Atasato. Deine letzte Erinnerung ist, dass ihr auf dem Schiff wart. Dass ihr gefeiert habt. Wie kommst du eigentlich hierher? Was? Träum ich? Wie kommt... Wir haben uns bei der Karawane getroffen, weil ihr auch nach Atasato wolltet. Ich wollte nach Atasato? Ja. Dann hatten wir ein herzliches Wiedersehen. Ich habe keine Ahnung. Er hat ein so großes Denkloch. Denkloch? Erinnerungslücke. Gedächtnislücke. Das Denkloch. Aber warum habe ich eine Erinnerungslücke? Wollen wir es ihm sagen? Ach, das kann Valgrim übernehmen. Okay. Na? Was denn? Wir haben Brief bekommen. Aha. Als wir. Aber da steht doch nichts drauf. Ja, auf deinem nicht. Auf die andere Seite. Vielleicht gehen wir auf mein Zimmer. Wir sind auf meinem Zimmer, oder? Ist das mein Zimmer? Das ist dein Zimmer, ja. Dann könnt ihr jetzt gehen. Ich bin müde. Gute Nacht. Sollen wir Valgrim mitnehmen? Ich werde ihm vorsichtig erklären, wie er zu seiner Gedächtnislücke kam. Das ist mehr als irritierend. Ich gehe. Dann bis morgen. Schön, dass du wieder hier bist. Auch wenn ich nicht weiß, wie. Zu Fuß. Idiot. Wir haben Banditen bekämpft. Oh. Und ich habe sehr schlecht Musik gespielt. Hm. Tut mir leid. Was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Welche ganze Zeit? Naja, als wir die Welt gerettet haben. Ach, das erzähle ich euch ein andermal. Husch, husch. Tschüss. Jemand, ihr beiden geht? Ja. Auf unser Zimmer. Mhm. Auf unser Zimmer. Wie viel erzählst du ihm?
ist gleich, komm gleich und einfach uns. Hat er nichts mehr bei. Genau, das verfolge ich gerade. Ich weiß nicht, wie viel ich erzählen darf. Aber er darf ja, also. Ja. Hast du schon einen Plan? Ich nehme den Heiltrank. Kann ich lesen, was da drauf steht? Mhm. Kennst du nicht die Sprache? Ich pausche ab. Hm? Kennst du nicht die Sprache, die du abgetauscht hast? Ist da ein Spiegel im Raum? Ja. Ich halte es in den Spiegel. Und versuche das so spiegelfrei abzuschreiben. Das Gespiegelte, was du da stehst, kannst du jetzt erst recht nicht mehr lesen. Und halte es in den Spiegel und gucke in den Spiegel rein. Ich schreibe das Wort mit auf. Das kannst du lesen. Mit. Und vergleiche es mit einem Wort, was da drin auch steht. Dann schreibe ich ein ganz tolles Wort auf, das heißt und. Und vergleiche es mit einem Wort, was da auch drin steht. Gut, dann nicht. Komisch. Ich stelle mir vor, wie er die ganze Zeit da rumschreibt im Spiegel so, ich gucke und Walgrim auf seinem Sessel sitzt. Ich gucke auch mal auf sein Blatt und lese das Wort mit. Ja. Also ich sehe ja. Du siehst das Bild? Ja. Genau. Und, siehst du dort? Steht ab und zu mal da, ja. Wie sieht das für dich aus? Als würde da quasi jetzt für dich was auf Chinesisch stehen. Ich verstehe nur. Bahnhof. Warte mal, ich meine, Hafen. Das Abgepauschte müsste ich doch aber sehen, wie das geschrieben wird. Ja, aber dann. Du kannst auch alles erkennen. Du kannst alles erkennen. Für ihn ist es so, als würde Chinesisch da stehen. Ich kann es nicht du lesen. Du erkennst das ohne Probleme, was da steht. Also, du kannst es nicht lesen, du kannst es halt klar erkennen. Ja, ich lese es, als ob es Basar-Gnomisch wäre. Genau. Ja, genau. Da steht auch in Basar-Gnomisch. Also, die Sprache kennst du, das hast du schon überall mal ich gesehen. Ich pausche es ab. Selber. Das, was ich lese. Ach, Mensch, Jungs. Ein Teil deiner Erinnerung kommt zurück. Und zwar so ziemlich das, was da steht. Und dann sickert das quasi wieder von. Ne? Alles, was an. Alles, woran ich mich erinnere, schreibe ich auf. Weiter. Ich forsche weiter ab, zeichne weiter nach. Quasi in dem Moment, wenn er das so aufschreibt und so abmalt, dann macht's wieder Klick. Na, wenn wir das dann durch haben. Dann ist die Erinnerung wieder komplett. Du weißt wieder, was passiert ist die letzten Tage. Verdammter Kack. Hast nur ein bisschen Kopfschmerzen. Das tat ziemlich weh. Naja, wenigstens hat's funktioniert. Ich bin stolz. Das war gut. Arcane-Kundewurf mal von dir. Und von dir mal Wahrnehmung. Mit minus 4. 12. 14? Nee, 15 wäre. Ich muss. Wir müssen nochmal zu Corvo und Karas. Nein. Doch, aber sollen wir müssen. Wir nicht. Nein, wir müssen das. Wir dürfen nicht zu viel verraten, aber wir müssen. Du hast auch nicht viel gesagt. Sie müssen wissen, dass wir zusammenhalten müssen. Wir dürfen nicht gegeneinander arbeiten. Das können wir ihnen sagen. Ich gehe rüber zu euch, mach erst bei dir die Tür auf. Also erst klopfe ich. Schon wieder gewonnen. Du schummelst. Und? Ja? Er erinnert sich wieder. Genau gesehen. Ich sage nur eins. Wir halten zusammen. Und dann gehe ich und mache die Tür zu. Und lässt Walgrim da stehen?
Das scheint ja auch nur. Ich nicke so. Geh auch. Volles Haus. Du hast geschummelt! Ich habe das Gefühl, das interessiert sie nicht besonders. Vielleicht wissen sie es schon. Habt ihr den Ernst der Lage noch nicht erkannt? Guck mal so durch. Ja. Oh, da ist er wieder. Worum geht's? Um den Ernst der Lage. Ich verstehe nicht ganz. Ich zähle wieder aus der Tür raus, mach die Tür wieder zu. Vielleicht. Spannend, ob das was wird. Bei den beiden. Vielleicht haben sie ja schon ihre Erinnerung verloren. Nice try. Das ist eine Möglichkeit. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Nein. Jedenfalls nicht bei Karas. Corvo kenne ich nicht. Gut genug. Corvo rede ich nicht gerne mit Leuten, also. Ach, ich will das nicht, Wahlgrim. Warum haben wir dem zugestimmt? Ich weiß es nicht. Na gut, wir gehen erstmal schlafen. Wir sehen, was der Tag morgen bringt. Und dann gehe ich schlafen. Du auch? Ja. Und mache mir Gedanken darüber, wie man den Scheiß austricksen könnte. Wir beide noch? Mit dir spiele ich nicht um Geld. Schade eigentlich. Hätte jetzt dringend welches nötig. Möchtest du eine Falka kaufen? Was? Eine Falka. Die Dinger sind gut. Hm? Leute kann man auch gut als Werkzeug benutzen. Ja. Wieso kaufen? Ich kann mit sowas nicht umgehen. Aber ich wollte schon immer mal ein bisschen mehr Selbstverteidigung am was Schwereren als den hier. Obwohl die sich ganz schön gemacht haben. Dann musst du Alvar fragen. Ich kann ein bisschen von ihm, aber das ist... Wie viel willst du für das Ding? 10. Telare. Luname. Ich glaube, es hackt. Die sind mehr wert. Die wurde nicht ganz gut. Die sind 14 Lunare wert. Wo kommt der Freundschaftspreis? 14 Lunare? Ich glaube dir kein Wort. Das ist so. Das ist billige Massenproduktion. Boah, ist das billige Massenproduktion? Das ist Almware. Du kriegst 2 von mir. 2 Lunare? Gute Nacht. Geh mal wirklich aufschlafen. Alles. Hier, Schlund. Ich hab nicht mal so viel Geld. So schön durch die Wände. Du solltest übrigens Nachtwache halten. Wieso ich? Weil du schummelst. Ich hast immer nur geraten, dass ich schummel. Ich hab's gesehen. Es klopft an der Tür. Ja. Oh! Dann übernimm du die Nachtwache. Gut, dann kann ich noch ein wenig überlegen. Weck mich, wenn ich dran bin. Mach ich. Ihr habt also eine... nehme ich mal an, jeder hat einen Teil der Nachtwache? Ja. Ja. So wird, werden die letzte Nachtwache. Ich lese keinen. Ich nehme die mittlere. Oh, die Kunstwache nimmst du. Mhm. Dann nehme ich die letzte. Bin wenig schlafgewohnt. Mhm. Dann bist du es, Corvo, der quasi den ersten Aufbruch hört. Die ersten Wagen schon losfahren und sich die seidene Stadt in Bewegung setzt. Gerade als die Sonne aufgeht. Und da enden wir vor diese Folge. Der frühe Kani fängt den Wurm. Essen die Würmer? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir sind mit dieser Folge am Ende. Ja gut, na dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, meine lieben Zuschauer. Und euch, meine Mitspieler und dem Leiter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Ciao. Muchas gracias.